Hallo ihr Nüsschen und willkommen zu einer weiteren Folge Fußball Manager 19 mit Werder Bremen. Ja, heute mal ein bisschen anders, beziehungsweise was heißt anders, das werde ich euch gleich noch alles erzählen. Ich denke mal, heute kommt vielleicht eine Uncut-Folge, je nachdem, wie viel Zeit ich noch zum Schneiden habe. Und zwar haben wir heute den Freitag, also werde ich es auch heute hochladen. Gut, ein paar News habe ich euch mitgebracht, ein paar Sachen werde ich euch erzählen. Und währenddessen läuft unser Vertrag aus, aber wir werden uns jetzt erstmal darum kümmern. Oder beziehungsweise fangen wir einfach mal an mit dem, was ich erzählen wollte, denn ja, damit können wir einfach mal anfangen, ist auch egal. Ihr seht hier das Augsburg-Spiel, den 21. Spieltag. Ich weiß noch nicht, ob ich das jetzt jedem von euch erzählt hatte, aber dort bin ich eingeladen. Also zum Spiel in die Werder-Loge, also nicht in die Werder-Loge, sondern eine, aber okay. Ja, da bin ich eingeladen und ich denke, da werde ich einfach mal einen kleinen Vlog drehen, also. Wenn ihr meine schöne Erdbeerfresse sehen wollt, Happy Birthday, das habt ihr jetzt erreicht. Dann wären wir auch beim Thema Happy Birthday. Wie ihr diesem wunderschönen 7. Februartag da entnehmen könnt, hat. Was wollte ich jetzt sagen, ey? Hatte ich da Geburtstag auf jeden Fall? Ja, gut, gratulieren müsst ihr mir jetzt nicht, das ist mir eigentlich egal. Gut, also auf jeden Fall, der Kalender stimmt nicht, wie wir ihn hier in FM haben. Das Ganze ist eigentlich verschoben und das Augsburg-Spiel ist am 10. den Sonntag, genau. Ja, das war eigentlich fast alles, was ich euch erzählen wollte. Aber zusätzlich habe ich jetzt noch ein neues Mikrofon und das ist jetzt die erste Aufnahme damit. Ich hatte, wie gesagt, nicht viel Zeit, denn ich bin jetzt bei einer F1 Rennliga, wie ihr dem letzten Video entnehmen konntet. Gomado.de heißt die. Und ja, also wir springen jetzt erstmal im Game weiter. Kann ich ja ein bisschen labern, während das Ganze simuliert. Werden wir nicht so viel Zeit verschwenden. Das Ganze hat jetzt einen Popschutz, also hoffe ich mal, dass der Sound ein bisschen besser wird. Also vielleicht noch nicht in dieser Aufnahme direkt, aber ich denke, allgemein sollte die Soundqualität besser werden. Gut. Vielleicht nehme ich des Weiteren jetzt auch mit OBS auf. Das muss ich mir noch überlegen. Und ja, also ich denke, das wird erstmal ein paar kleinere Verbesserungen bringen. Gut, Johannes Eggestein noch 6 Tage verletzt. Also jetzt nicht so gut, aber damit wird er in Berlin wahrscheinlich wieder fit sein. Möwald bekommt Kurzeinsätze. Wenn wir gerade noch mal im echten Leben dabei sind. Ja, Bremen in Dortmund. Muss ich noch was sagen? Keine Ahnung. Ich bin um circa 11:45 durch die ganze Wohnung gehüpft. Also, falls das jetzt irgendjemand interessiert. Keine Ahnung. Ja, war richtig, richtig geil, Mann. Also, ja, hat mir gefallen. Levin ist ja Dortmund-Fan. Konnten wir ein bisschen provokaden. Gut, Nuri Sahin, gelbe Karte. Gelb gesperrt. Ja. Wo ist denn der Philipp Bargfrede? Gut, dann haben wir das Problem gelöst. Währenddessen danke ich mich nochmal kurz, bevor wir jetzt in dieses Game gehen. Wie gesagt, ihr merkt das heute schon. Viel angesagt und so weiter. Bedanke ich mich nochmal kurz für jeden, der beim Stream dabei war. Die Stream-Karriere mit Liverpool. Das war richtig cool. Ja. Freut mich, dass ihr da auf jeden Fall so aktiv wart und auch an die Zuschauer, die von FIFA Bundesliga rüberkamen. Und an FIFA Bundesliga, die uns auf dem Discord unterstützt hatten und uns supportet hatten. Gut. Wie oft will ich das noch sagen? Keine Ahnung. Ob es gut wird, sehen wir dann in diesem Game. Lustenberger in der ersten Minute gelb. Es wird sich so ein bisschen wie in echt entscheiden, in welche Richtung es geht. Und Trossard oder so, den kenne ich leider nicht, Leonardo. Oder Leandro. Ruben Weso jetzt mit der gelben Karte. Lustenberger gelb-rot. Das ist natürlich schon mal sehr gut für uns. Trotzdem liegen wir noch 1:0 hinten. Ja, das wird das richtungsweisendste Spiel ever jetzt hier gerade. Ob es in Richtung Europa geht oder halt eben nicht. Dann haben wir noch Pizarro auf der Bank. Und den bringen wir einfach mal für Vetso. Der hat ja eh eine gelbe Karte, da könnten wir ihn eigentlich, denke ich mal, locker bringen. Pizarro und Hanek haben ja beide in echt im DFB-Pokal wirklich tolle Tore erzielt, vor allem Pizarro. Das, denke ich mal, war besonders schön und Hanik natürlich war in dem Moment, wie es gefallen ist, ähnlich wie bei Pizarro natürlich auch, aber da war es auch einfach wirklich sehr schön. So. Ja. Also wenn ihr noch irgendwas anzumerken habt, was die Mikrofon-, also Audioqualität angeht, haut es raus. Kann sein, dass ich vielleicht gerade mit der Nase im Mikro hänge und alles übersteuert oder wir gerade verlieren. Das müsst ihr mir alles noch sagen. Natürlich merke ich viel davon auch selbst. Genauso wie, dass wir hier gerade nicht rankommen. Ja, was soll ich noch machen?
dritter Stürmer Jan Fiete ab. Für Klaassen tun wir ihn in die Mitte, dritter Stürmer und Eggestein auf OM. Also jetzt viel offensiver fällt mir da auch nichts mehr ein. Also ich würde ganz gerne mindestens einen Unentschieden holen hier in Berlin. Als ob die jetzt mit so einem Mauergebauer-Sieg hier 1-0 raus... Ja komm ey. Also das... Da hat man direkt kein Bock mehr. Nein, Spaß. Aber komm. Es war eigentlich alles so gut, die letzten Games. Jetzt sind wir auf Platz 10. Stuttgart überraschender Dritter. Links könnt ihr ja gerade nochmal die Tabelle sehen. Wir haben dadurch jetzt wieder 4 Punkte Rückstand, sofern ich rechnen kann, auf RB Leipzig. Ja, Plogmann oder Plogmann ist halt ein bisschen verletzt aktuell, Muskelfaserriss, wie lange? 2 Wochen, ja gut, das geht. Trotzdem hat unsere Reserve 2-0 gewonnen und ein Bomb ist natürlich wieder sehr gut. Ja, heim gegen Stuttgart, aktuell Dritter, haben eine ziemlich interessante Saison, ziemlich ein Hype, denke ich mal einfach. Und ja, dagegen sollten wir jetzt mal vorgehen, hier heute den Sieg holen. Weil so langsam müssen wir da vorne ran. Im DFB-Pokal sind wir anders als in echt nicht mehr. Und ja, da müssen wir uns jetzt anstrengen. So viele Punkte Rückstand auf Europa sind es jetzt nicht. Aber wenn wir dahin wollen, müssen wir gewinnen. Und ansonsten beenden wir die Saison irgendwo auf Platz 8, 9, 10 bis 12. Was auch immer. Aber, oh, Stuttgart fällt aus wegen Regenfällen. Oh. Ja, ob das jetzt wieder so gut ist, weil wenn danach dann wieder Spiele sind, dann kennt ihr das Ganze ja wahrscheinlich, dann sind unsere Spieler nicht so fit. Das ist dann nicht unbedingt so gut. Hat Heidenheim die Chance auf den Klassenerhalt? Ja gut, ich hab grad nicht in den unteren Ligen so einen Überblick. Hallo? Ja, moin! Wie wir einfach Vertrauen verlieren, so nur weil wir nicht spielen. Danke. Danke Vorstand, hab das System wirklich sehr gut verstanden. Kann euch keinen Vorwurf machen. Unsere anderen Mannschaften dominieren das Ganze schön, gut. Schein ist wieder da, damit sollten wir besser sein als Stuttgart. Zumindest offiziell. Nui Schein, 76, bam. Sehr schön. Wen bringen wir raus? Ja, Möwald. Johannes Eggestein für Pizarro. Der wird nicht mehr so viele Einsätze in dieser Season haben. 81er Gnabry fällt ja auch weg. Tribünennamen, ja komm. Lehnen wir ab. Noch mehr EA Sports möchte ich eigentlich nicht haben. Wir gehen weiter rein. Gut, also wie gesagt, wenn das jetzt jemanden stört, hier diese ungeschnittene Folge. Ich habe jetzt noch nicht so oft ungeschnitten kommentiert. Beziehungsweise ohne Pause immer durchgehasselt hier. 3D-Spiel bin ich irgendwie dumm. Was ist jetzt noch gewesen hier? Ja, Stuttgart in Form. Ihr seht das Ganze. Kämpft um jeden Ball, würde ich mal sagen. Da haben wir hier eine theoretische Chance. Heimspiel. Heimgame, alles klar. Die ersten 20 Minuten sind um. Noch 0-0 und Nuri Sahin verletzt sich. Und dann macht es sich direkt mal bezahlt, dass ich Parkfriede auf die Bank getan habe, was ich eigentlich nicht vorhatte. Naja gut. Oh, und wir liegen wieder im Rückstand. Direkt 24. Liegen wir hier gegen Stuttgart zurück. Finn Bartels mit der gelben Karte. Fällt mir nicht mehr viel ein. Harnik darüber. Und dann bringen wir Johannes Eggestein. Ja. Soll ich noch dazu sagen? Los, hier zeigt es ihn. Assistent. Ballert los. Aufwärmen alle Spieler. 60. Verletzung Davy Klaassen. Gut, jetzt können wir unser ganzes System ändern. Danke dafür. Jan Fiete ab. Können wir dann jetzt neben Eggestein bringen. Ja komm, das ist natürlich... So ist das natürlich belastend, ne? 2 Spieler haben sich jetzt verletzt. Dann erwarte ich auch gar nicht, dass wir unbedingt hier Punkte holen. Hier Stuttgart ist Dritter, Vierter, darum kämpfen die. Und ich würde mal sagen, jetzt mit diesem Abwärtstrend, der sich jetzt gerade abzeichnet, geht das Ganze dann eher von Europa weg und in Richtung irgendwo ins Niemandsland. Denn absteigen werden wir nicht mehr. Da werden 3 Teams das Ganze unter sich ausmachen, soweit ich das in Erinnerung habe, in der Tabelle. Da werden wir nichts mehr mit zu tun haben. Allerdings angreifen werden wir so in Richtung Europa auch niemanden.
Ja, Nuri Sahin muss Barkfrede diesmal von Anfang an ran. Also muss ich vielleicht den Leuten, die sagten, Kaderbreite im Mittelfeld, muss ich euch vielleicht sogar ein Stück weit recht geben, beziehungsweise nicht nur ein Stück weit. Wir sehen es ja. Weil Sander legt Wert auf Gespräche. Wieso ist denn noch Kapitän? Ja, ich brauch dich im Topform. Ja gut, dann geh heulen, Alter. Jetzt kann er wieder nicht in Topform spielen und sowas, ne? Also ernsthaft, so welche Kommentare, anstatt dass er sich freut, dass er mal spielt. Nee, ich kann nicht in Topform spielen. Sieg ist heute möglich und er wird auch erwartet irgendwie, Jungs. Also streckt euch mal an, 7. Minute Eckestein, gelbe Karte. Und das ist nicht das Anstrengen, was ich meinte. Naja. Gut, hier in Wolfsburg. 12. gegen den 11. Sollten wir jetzt das Ganze mal ein bisschen in die Richtung Europa lenken. Und weniger in Richtung, ja, Tabellen, keine Ahnung, ob man Rücken sagen kann. Ihr wisst, was ich meine. Tabellen sind Niemandsland, was auch immer. Gut, konzentrieren wir uns auf die Sache. Arnold mit einer 3,5 runter. Klaassen, ja, wir haben keinen Ersatz. Möwald. Bringen wir einfach mal Möwald. Probieren wir's. Warum denn auch nicht? Was ist da? Das heilige Jesuskreuz? Keine Ahnung. Oder ein Pfeil? Ich weiß es nicht. Ja, Johannes Eggestein führt ein Dings, ist zu früh. Gut, probieren wir es einfach mal. Hier ist heute mehr drin. Nicht verlieren. Los, zeigt mal, was ihr könnt. Martin Harnik zum 1:0. Sehr schön. Alle aufwärmen, los. Jetzt liegen wir mal in Führung durch Harnik. Gnabry zum 2:0, Möwald mit der Vorlage. Ja, also diesen Trainer, den muss man mal haben, ey. Also so einen tollen Job, den ich immer wieder mache, ja. Also, langsam stinkt's. Ja, 2:0. Das sollten wir jetzt einfach bitte nach Hause tragen. Wäre ich sehr froh drüber, wären mal wieder 3 Punkte in dieser Folge. Circa 11 Spieltage vorm Ende. Barkfrede 3:0 nach Vorlage von Eggestein. Und Eggestein nochmal selber zum 4:0. Bartels verletzt sich. Ja gut, darum müssen wir uns gleich kümmern, je nachdem wie lange. Aber wieso kommt sowas zustande? Wieso führen wir jetzt hier 4:0? Jetzt müssen wir auf Schalke uns beweisen. Ganz klar, das sind jetzt die Games hier. Ich kann gleich nochmal gucken, gegen wen wir spielen. Heim gegen Schalke. Auswärts in Leverkusen, heim gegen Mainz, auswärts in Gladbach. Das sind Games, die müssten wir gewinnen, wenn wir nach Europa wollen. Und die werden wir mal gucken, ob wir die gewinnen werden. Aber ihr versteht mich ja, ne? Also die müssen wir gewinnen. Und Europa ist wirklich das Ziel, weil es geht hier maximal noch um die Fernsehgelder, wenn wir irgendwo hier in der Tabelle rumgurken. Oder es geht um Europa. Oder es geht um den Abstieg, aber es geht nicht mehr um den Abstieg. Es geht auch nicht um die Meisterschaft, es geht um Europa oder um die Fernsehgelder. Oder natürlich im Falle von Europa um beides. Ja, finanziell steht der Verein eigentlich ganz gut da. Oben 29 Millionen. Ja, das werden definitiv noch ein paar weniger bis zum Saisonende, aber durch die Preisgelder soll das ganz gut hochgehen. Trent Alexander-Arnold ist der zweitbeste Newcomer. Gut, wenn ihr der Meinung seid, dann wird das wohl stimmen. Und Schalke ist das viertbeste Team der Liga. Ja. Aber Arnold hat auch nur eine 72, also den werde ich mir nicht kaufen. Den sollten wir auch wirklich nicht kaufen für 21 Millionen. Also da ist Selassie. Wie lange haben wir Arnold noch ausgeliehen? Bis 2020. Also hiernach noch eine ganze Season. Leute, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr gerade noch dabei seid. Was machen wir mit Arnold? Drückt mal eben Pause, was machen wir mit Arnold? Werden wir ihn einfach gehen lassen? Aber sollte ich dann auch schon auf Selassie setzen die Zeit über oder einen ganz anderen holen? Weil, ich weiß nicht, Arnold jetzt aufzubauen, er verbessert sich nicht so, wie ich es mir erhofft hatte. Ich dachte, er würde so in die Richtung 77 gehen bis zum Saisonende, jetzt hat er eine 72. Also hat er sich eigentlich gar nicht verbessert. Martin Harnik zum 1:0 gegen Schalke nach Vorlage von Augustinsson. Sehr schön, bringt das Ganze zur Halbzeitführung. Wunderbar. Hier gegen Schalke, heim im eigenen Stadion. Bringen wir mal Sander für Veso. Ja, Veso. Hat sich jetzt auch nicht ganz verbessert. Am Anfang sahen die ganzen Transfers noch besser aus. Jetzt allerdings nicht mehr so wirklich.
bringen wir einfach mal. Nee, nee, das war's erstmal. Ich möchte jetzt nicht die Mannschaft noch zusätzlich auf den Positionen schwächen. Gehen wir weiter rein. Hoffen wir, dass das Ganze jetzt erstmal möglichst lange 1:0 steht, vielleicht auch bis zum Ende. Arnold hat sich verletzt, währenddessen 2:0, ich weiß nicht durch wen. Vielleicht wieder durch Harnik, der hat eine 1,0. Kümmern wir uns um das Wichtige, Arnold verletzt. Ja. Ist jetzt nicht wirklich gut. Hallo, habe ich doch gerade getan. Serge Gnabry nach Vorlage von Harnik, ah, okay. Ja gut, als Belohnung kann Harnik dann jetzt mal früher freimachen, keine Ahnung. Johannes Eggestein bringen wir dafür. Das junge Stürmertalent Martin Harnicker, eher der Star-Stürmer in Anführungszeichen, jetzt für die Rückrunde. Bentaleb nochmal mit dem Anschlusstreffer. Jetzt hier keine Punkte, bitte keine Punkte liegen lassen gegen Schalke, wenn wir sie schon in dieser Situation haben, danke. Ja, 2:1 gegen Schalke. Bundesliga ist durchmischt, würde ich mal sagen. Weil wir haben hier Games, die wir leider nicht gewinnen. Dann haben wir aber wieder Games, die wir überraschenderweise gewinnen. Beim nächsten Game müssen wir dann nach Leverkusen. Und ihr seht das Ganze noch 4 Punkte auf Leipzig und noch 2 Punkte auf Leverkusen. Und der 7. Platz reicht ja in der Tabelle dann auch unter Umständen, um es nach Europa zu schaffen. Durch die Sache, wenn irgendwie ein Champions League Teilnehmer oder eh schon Europa League qualifiziertes Team den DFB-Pokal gewinnt. Ich glaube, so läuft das. Ja genau, müsste eigentlich so laufen. Beim 7. Leverkusen, es ist natürlich wieder mal ein richtungsweisendes Spiel. Ja, aber mehr kann man dazu nicht sagen. Heiko Herrlich, der Trainer bei Leverkusen. Und sie haben das 5-stärkste Team, wir haben das 8-stärkste Team. Aber wir sind in Form. Also das stand da zumindest. Und anscheinend soll das ja stimmen. Also Lassi mit einer 70 auf links, bringen wir Langkammer wieder auf die Bank. Und Moisander. Moisander hat sich sogar von der Laune her wieder in den Griff gekriegt, aha. Ja, Möwald brauchen wir jetzt nicht, wobei Weso brauchen wir nicht. Ja, ich denke, nicht was für Weso, Abel Ruiz. Ja, vielleicht, ich denke, da war der Transfer doch nicht so gut. Kevin Volland nach der 2. Spielminute zum 1:0 für Leverkusen. Bartels mit dem Ausgleich. Ja, aufwärmen bitte Nasri, Salvio, ja. Ist es das Ende für die europäischen Plätze? Ich weiß nicht, das war jetzt... War es unglücklich? Ich weiß nicht. Finn Bartels noch zum Ausgleich, aber 3:1, 4:1 vor der Halbzeitpause. Wenn wir jetzt nicht aufpassen, wird das wieder eine komplette Zerstörung. Wir bringen einfach mal Jan Fiete ab. Ja, komm, lassen wir es einfach mal spielen. Dann kann Langkamp auch mal für Veljkovic. Ach, scheiße, jetzt habe ich gedrückt, dass wir gewinnen müssen, egal. Werden wir eh nicht. Wir werden Punkte liegen lassen wahrscheinlich. Dafür können ein paar Reserve- und Auswechselspieler jetzt mal ein paar Minuten genießen. 4:1, ob Leverkusen da nochmal nachlegen will. Ah, ich denke, es passt so, oder? Gelb-rote Karte, Selassie, das natürlich wieder... Sowas ist am Ende unnötig, also ich weiß nicht. 76. und 82. kleine Ausraster vom Tschechen. Und das ist dann ein Stück weit echt unnötig. Heim gegen Mainz, 10. gegen den 15. Nuller Tordifferenz. Es sind halt immer nur diese 4 Punkte, die wir zu den europäischen Plätzen haben. Also von daher ist es ja auch nicht unbegründet, oder? Wenn ich jetzt die ganze Zeit darüber rede, ja wenn das und das, dann könnten wir es nach Europa schaffen. Also, naja, wir haben noch Dortmund und die Bayern, glaube ich, am Ende, gegen die wir spielen müssen. Also zumindest in den kommenden Spielen. Ja, Mainz müssen wir gewinnen. So wie ich es immer sage, wenn wir nach Europa kommen wollen. Ja. Unsere A-Junioren gewinnen in der Juniorenliga 4 gegen den Karlsruher SC mit 4:1. Moisander fällt für den Rest der Saison aus. Damit kannst du direkt mal in den Urlaub fliegen. Damit juckst du mich schon mal nicht mehr. Hat er sich gerade wieder gewöhnt hier oder zumindest nicht mehr rumbeleidigt. Ausgeraged, rumgeflamed. Und jetzt ist er bis zum Ende der Saison verletzt. Ja, komm. Was soll ich machen? Augustinsson ersetzt Selassie. Würde ich mal sagen, Moisander direkt aus dem Verkehr ziehen.
in die zweite Mannschaft dauerhaft. Damit macht er unsere Teamdynamik hier zumindest nicht mehr runter. Und was machen wir jetzt hier? Lars Lukas Mai geben wir ihm einfach bis zum Ende der Saison ein bisschen Spielzeit in der ersten Mannschaft. Wir haben natürlich noch einen Langkamp. Aber ich denke, somit haben wir zumindest wieder Kaderbreite, was die Innenverteidiger halt angeht. Ansonsten könnte das echt noch kritisch werden. Vereinslose Spieler, weiß ich nicht, ob wir da noch irgendwas haben. Ja, also die nächsten Spiele, wie wir ja links sehen können, hier Liste der Spiele. Gegen Mainz in Gladbach, gegen Freiburg und dann die Bayern. Also, das könnte alles ganz interessant werden. Pavlenka mit 78 hält er sich tatsächlich sehr gut. Alexander Arnold kommt nicht richtig in Form, Bartels außer Form. Ja, der Kader zerbröselt mehr oder weniger, würde ich sagen. Frustration haben wir 4. Ja, das ist klar, ist klar, ist klar. Aber Ruiz will Stammspieler in der zweiten Mannschaft sein. Okay, dann werde ich mal, denke ich, ihm den Gefallen tun, ihn in die zweite Mannschaft stecken. Oh, jetzt habe ich Autoaufstellung gedrückt. Dreck. Dieses Eggestein ist auf der Bank. Vielleicht nur eine 74 hat. Schein. Okay, okay. Ja, sonst hat er nicht viel geändert. Kann er auch nicht. Lang kam auch nur noch mit einer 70. Drop nie 67. Ernt Fiete ab. Ja, können wir nicht wirklich mitnehmen. Für Möwald kommen. Okay, dann geht's so ins Game gegen Mainz. Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll dazu. Gebt euer Bestes. Erste Minute Aaron Martin. Mit der Verletzung. Also wirklich gegen den 15. Ich möchte hier ganz gerne die 3 Punkte sehen. Dann können wir immer noch gucken, wie es in der Tabelle danach aussieht. Dann war es das. Denke ich mal auch, dass hier jetzt das letzte Spiel für diese Folge. Schreibt mir Feedback. Hat sich viel verändert, wie gesagt. Latze auch noch verletzt, 2 Verletzungen in einer Halbzeit für Mainz ist natürlich unabhängig davon, dass jetzt unsere Gegner sind, tatsächlich ziemlich belastend. Lars Lukas Mai werden wir nur im äußersten Notfall einwechseln, denke ich mal, oder wenn es zu spät ist. Gut, bleiben wir erstmal so drauf, drehen auf in der zweiten Halbzeit. Weiter geht's. Davy Klaassen sieht gelb. Okay, gleich sind wir in der 70. Minute und Finn Bartel zum 1-0 von Nachvorlage von Davy Klaassen. Okay, bringen wir Johannes Eggestein in den Sturm und ab nach rechts oder genau andersrum. Genau. Und Lars Lukas Mai bringen wir für Vezo. Ist jetzt vielleicht ein bisschen riskant, noch so einen jungen Innenverteidiger direkt da reinzubringen anstatt Langkamp. Aber komm, der braucht auch seine Spielzeit und wenn wir das hier irgendwie noch halten, dann könnt ihr mir auch nichts vorwerfen. Und ich hoffe einfach mal, dass es so bleibt. Gut, dann könnt ihr mir eigentlich, denke ich mal, nichts vorwerfen. War vielleicht ein bisschen unnötig riskant. Aber hat gepasst. Warum saß Langkamp auf der Bank? Scheiße, verdrückt. Egal. Ja, passt. Egal, juckt. Juckt mich nicht. Wir müssen hier einfach irgendwie... 3 Punkte. Es gibt den 6. Platz. Also noch genau den Qualifikationsplatz für die Europa League. Kellerduell gegen Nürnberg gegen Augsburg. Ja, ich denke, es ist immer noch so eine Sache der letzten 3. Freiburg ist ziemlich sicher abgestiegen. Also da werden wir 3 Punkte holen. In der nächsten Folge geht es dann nach Gladbach. Ja, wird auch ein interessantes Game. Gegen Freiburg werden wir auch nicht die 3 Punkte holen. Also sind wir schon am 29. Spieltag. Also so lang ist die Saison nicht mehr an. Ja, wir haben mit die schlechtesten Karten, was das angeht, die letzten Spiele, Leipzig, Hoffenheim, Dortmund. Also wenn wir da überhaupt noch Punkte holen. Währenddessen werden wir jetzt aktuell mal unseren Vertrag verlängern, damit das dann in der nächsten Folge auf uns zukommt. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zusehen, für die Aufmerksamkeit für diese Folge. Hoffe, dass ihr mir Sachen in die Kommentare schreibt, wie zum Beispiel Feedback und ein Like da lasst, einfach mal so. Alles Gute nachträglich zum Geburtstag für mich. Ja, jetzt werde ich für immer Pech haben und wahrscheinlich den nächsten Tag verrecken oder was auch immer. Ja, gut, das war's mit dieser Folge. Jil Pavlenka hält den Sieg fest, steht da unten, warum auch immer. Ja, vielleicht weil es 1-0 ausgegangen ist, gut, dass ich das auch weiß.
So, genug das Video gestreckt auf 25 Minuten, dann bedanke ich mich beim Zuseher, genau. Ja, also bei euch und ja, ciao, bis zum nächsten Mal. Was war das denn jetzt? Ach, keine Ahnung, 25 Minuten und 10 Sekunden, das passt jetzt einfach so. Ciao.